So, kommen wir zu Rechnungswesen und Controlling Nummer 28. Und zunächst löse ich hier die Lerncontroller auf, um dann auch nochmal auf die Earned Value Analyse einzugehen. Erste Frage lautet: Warum bezieht das Controlling weitere Informationsquellen neben den Daten des Rechnungswesens mit ein? Und da hatten wir ganz am Anfang des Teils der Vorlesung ja mehrfach drüber gesprochen. Weil wir nämlich für eine ganzheitliche Steuerung reicht eben das Rechnungswesen nicht aus. Ich brauche weitere Informationsquellen, beispielsweise, was macht die Konkurrenz, wie entwickelt sich der Markt, was entscheidet Politik vielleicht auch, was Einfluss nehmen könnte auf mein Geschäftsmodell beispielsweise. Und daher brauche ich weitere Informationsquellen. Das macht ja genau Controlling aus, dass ich eben auch neben der Beobachtung der Zahlen intern eben extern den Markt, Konkurrenz und so weiter analysiere, um daraus Steuerungsentscheidungen ableiten zu können. Nummer zwei, wovon hängt das Controlling-Interesse einer Organisation ab? Naja, ganz wesentlich natürlich vom Geschäftsmodell. Wir haben das bei dem Beispiel der Lufthansa gesehen. Also, was macht die Lufthansa eben? Sie fliegt Kunden von A nach B, fokussiert sich dabei auf die Vielflieger, die eben nicht preissensibel sind. Und damit muss ich natürlich auch ableiten, muss ich Informationen über meine Kunden sammeln, muss ich wissen, wie oft die fliegen, welchen Umsatz wir mit dem Kunden machen und so weiter, um entsprechende Angebote, die die Kunden binden, nämlich Miles and More, unterbreiten und auch anwenden zu können. Nummer drei, warum sind Unternehmensziele der Ausgangspunkt für die Ausgestaltung eines organisationsspezifischen Controlling-Systems? Natürlich, weil die Ziele meine Aktionen vorgeben. Das heißt also, wenn ich weiß, ich will Marktführer werden, dann muss ich dafür beispielsweise in Werbung investieren, ich muss neues Personal gewinnen. Und das sind meine Aktionen, die ich dann auch tatsächlich umsetzen muss. Und die zu überwachen, zu steuern, zu beobachten, zu analysieren, das ist natürlich Bestandteil meiner Controlling-Aufgabe und meines Controlling-Systems. Was versteht man unter dem Regelkreis der Steuerung? Auch da haben wir entsprechende Ausführungen oder habe ich entsprechende Ausführungen zu gemacht. Das bedeutet Planung, also erstmal die Planung im Unternehmen. Dann haben wir den Soll-Ist-Abgleich mit der Planung. Daraus können wir dann eine Abweichungsanalyse erstellen und das Ganze führt dann eben idealerweise zu der Gegensteuerung, weil wir eben immer permanent hinterfragen, ob mein Plan sozusagen auch aufgeht. Warum ist das Berichtswesen die wichtigste Informationsquelle für das Management? Da habe ich auch einige Ausführungen zu gemacht, weil natürlich das Management einfach nur diese Informationen erhält. Ja? Also sie haben ja keine alternativen Informationsquellen, die sie anzapfen könnten, sondern das Berichtswesen ist eben das, worauf sich das Management stützt und deswegen ist es eben auch so bedeutend, dass das Berichtswesen richtig, also nicht nur inhaltlich richtig, sondern auch kundenorientiert und bedarfsgerecht ausgestaltet ist. Dazu habe ich einige Ausführungen gemacht. Das geht ja bis dahin, welche Farben werden verwendet, wie muss ein Bericht gestaltet sein, dass er beim Empfänger auch entsprechend ankommt und angenommen wird. So, Nummer 7 hier, Nummer 6, wie kommen die Inhalte eines Berichts zustande. Und an einem Beispiel soll das Ganze erläutert werden. Das habe ich auch ausgeführt. Da ging es vor allen Dingen darüber, dass ich eben im System bestimmte Merkmale habe, die ich dann auswerten kann, wenn wir jetzt nur interne Daten nehmen. Beispielsweise eben, wir haben Umsatz pro Kunde in einer spezifischen Region. Dann könnte ich das beispielsweise unmittelbar aus meinem System ableiten. Ich könnte aber auch eben weitere Systeme heranziehen, wenn ich so ein Customer Relationship Management System beispielsweise habe. Da könnte ich noch Kundendaten gewinnen und so weiter und so weiter. Also typischerweise durch die Kombination bestimmter Merkmale, die irgendwo verarbeitet sind, kann ich den Bericht dann entsprechend aufbereiten. Welche Mindestvoraussetzungen für die Anwendbarkeit von Berichten existieren? Das eine ist die Validität der Daten, weil es ja sonst natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt also, dass die Zahlen stimmen, Validität der Daten. Zweiter Punkt, Aktualität der Daten. Das heißt, dass die tagesaktuell oder so aktuell wie möglich halt sind, weil es hilft mir nichts, wenn ich Entscheidungen treffen soll
auf Basis von Daten, die schon ein paar Monate alt sind. Und der dritte Punkt ist eben diese einheitliche Nomenklatur, dass die Begriffe auch richtig und von allen gleich verwendet werden. Und da gehe ich dann entsprechend auch nochmal am Ende dieser Vorlesung hier drauf ein. Warum ist Unternehmenssteuerung die wichtigste betriebswirtschaftliche Aufgabe? Da habe ich auch ganz viele Ausführungen zu gemacht und bin da, oder in jedem Video quasi kommt es wieder. Weil nämlich es bedeutet, dass ich eben wirklich aktiv manage und eben nicht warte, bis sich der Markt verändert oder die Politik eingreift oder sonst was, sondern proaktive Steuerung ist das Schlüsselwort, um eben nicht reaktiv sich den Marktentwicklungen beispielsweise aussetzen zu müssen. Nummer 9, warum formuliert das Controlling Anforderungen an die entsprechenden Vorsysteme? Ja, man könnte auch sagen, wer sollte es denn sonst tun? Ja. Die Unternehmenssteuerung, also das Controlling, ist ja entscheidend dafür, dass die entsprechenden Informationen auch bereitgestellt werden. Das heißt, von hier aus müssen natürlich auch die Anforderungen an die Systeme formuliert werden, weil sonst kann ja beispielsweise die IT-Abteilung gar nicht, woher soll sie wissen, welche Informationen für die Steuerung des Unternehmens erforderlich sind. Dieser Impuls kann nur vom Controlling kommen. So, Nummer 10. Unterliegt das Controlling gesetzlichen Vorschriften? Begründen Sie Ihre Entscheidung? Nein, natürlich nicht. Also wir haben ja keine gesetzlichen Vorschriften. Das Controlling-System gestaltet jedes Unternehmen so, wie es es für sich braucht. Und natürlich ist auch klar, wenn wir ein kleines Unternehmen sind, dann haben wir weniger Bedarf für Controlling. Und wenn wir ein großes Unternehmen sind, natürlich mehr. Das kann man generell sagen, aber es gibt keine gesetzlichen Vorschriften. Gesetzliche Vorschriften habe ich im Bereich der Buchführung, logischerweise der Finanzbuchhaltung, weil eben hier das Zahlenwerk stimmen muss, die Steuerpflichten ergeben sich daraus und so weiter. Nummer 11, die Finanzbuchhaltung liefert an das Controlling die Information, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen ist. Kann diese Meldung aus Sicht des Controllings als Erfolg gewertet werden? Eigentlich kann man es nicht sagen. Warum? Also zum einen ist es nur ein Vergangenheitswert, ja, also es bedeutet nichts für die Zukunft. Und zweitens ist es hier auch keine Aussage zum Gewinn, sondern ausschließlich zum Umsatz. Gewinn wäre ja deutlich interessanter. Und, was nochmal Vorsicht geboten ist, was bedeutet denn die 20% Umsatzwachstum, wenn unsere Konkurrenten alle 30% Umsatzwachstum gehabt haben? Dann würde das nämlich bedeuten, dass wir schlecht gearbeitet haben. Das heißt, aus so einer reinen Information der Umsatzsteigerung kann man nicht ableiten, dass das jetzt alles toll war oder gut war. Auch hier zeigt sich wieder, und darauf will ich hinaus, dass Controlling eben auch immer bedeutet, sich die Zahlen und die Ergebnisse genau anzuschauen und in einen Kontext zu stellen, um eben ableiten zu können, ist das wirklich ein Erfolg oder ist es kein Erfolg. Nummer 12, die Finanzbuchhaltung liefert an das Controlling die Information, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen ist. Fällt die Analyse des Controllers in den Bereich des strategischen Controllings? Begründen Sie Ihre Antwort? Nein, natürlich nicht, weil strategisches Controlling ist ja gerade langfristig in die Zukunft gerichtet. Wir haben die entsprechenden Unterscheidungsmerkmale uns angeschaut. Hier geht es um operatives Controlling, um die Zahlen. Und deswegen ist das natürlich hier nicht der Fall. So, ist das strategische Controlling primär unternehmensbezogen? Nein, auch das trifft natürlich nicht zu. Gerade strategisches Controlling zieht ja das Umsystem, die Umwelt um das Unternehmen mit ein. Dementsprechend ist es hier die Antwort nein. Das ist nämlich operativ, was wir haben, wenn es unternehmensbezogen ist. Und gerade unser strategisches Controlling ist eben Umwelt- und Systembezogen. Gesellschaft beobachten, Kunden beobachten, Politik beobachten. Das sind alles die Schlüsselworte für diese entsprechende, ja, für das Thema eben strategisches Controlling. Genau, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und wir hatten ja noch diese Earned-Value-Analyse hier offen. Die Daten sind alle hier dargestellt. Wir haben zum einen eben wieder 2 Jahre Laufzeit.
345.000 Euro Budget. Also eine Projektverlängerung ist ausgeschlossen. Das habe ich hier in die Aufgabenstellung mit reingenommen, dass Sie jetzt nicht einfach auf die Idee kommen, naja, wenn wir das Projekt verlängern, geht eigentlich alles. Das wollte ich verhindern. Wir haben im 21. Monat, also 3 Monate vor Ende, einen Fertigstellungsgrad von 60% und die Istkosten belaufen sich auf 288.000 Euro. So, wie hoch ist der Fertigstellungswert im 21. Monat? Das lässt sich natürlich relativ einfach ausrechnen, nämlich 345.000 Euro. Davon haben wir 60% erreicht, macht 207.000 Euro. Interessant ist natürlich jetzt die Planabweichung. Man kann es schon erahnen, ja. Wenn ich im 21. von 24 Monaten bin, dann muss ich natürlich weiter als 60% sein. Das sollte jedem, wenn man nur schon drauf schaut, eigentlich einleuchten. Und wenn wir das nämlich genau ausrechnen, dann haben wir nämlich eine Abweichung hier, eine negative Abweichung, die ganz erheblich ist, nämlich fast ein Drittel sozusagen, nämlich minus 94.875 Euro. Wir haben also hier den Wert 207.000 und diese 301.875 ergeben sich daraus, dass wir eben 345.000 Euro dividiert durch 24 Monate, multipliziert mit 21 Monaten. Hier sind wir nämlich im 21. Monat haben. Und dann kommt es zu dieser Abweichung. Jetzt haben wir noch die Ist-Kosten, die wir uns mal anschauen. Also wie hoch ist die Differenz zwischen Fertigstellungswert und Ist-Kosten im 21. Monat? Auch das ist relativ einfach zu betrachten. Wir haben die 207.000 Euro Fertigstellungswert. Und die Istkosten von 288.000 im 21. Monat macht einen Wert von minus 81.000 Euro. Wenn man jetzt nur singulär sich beide Zahlen hier anschaut, von Aufgabe 2 und 3, dann können wir schon konstatieren, hier läuft was schief. Ja, oder ist schon ganz schön viel schief gelaufen, weil wir uns ja schon im 21. Monat befinden. So, wie könnten denn die Differenzen zustande gekommen sein aus drittens? Naja, zum einen, relativ einfach, könnte es eine Preiserhöhung sein, ne? Also dass einfach die Preise gestiegen ist. Zweiter Aspekt könnte sein, wir haben mehr Ressourcen reinstecken müssen für die Fertigstellungswerte, als wir ursprünglich geplant haben. Ja, das wäre der zweite Punkt. Also wir brauchten einfach mehr, um die 60% zu erreichen. Wir haben vielleicht auch unwirtschaftliche Verwendung von Ressourcen gehabt, also falschen Ressourceneinsatz. Nehmen wir wieder das Beispiel, wir haben uns eine externe Programmierfirma für unsere Softwareentwicklung eingestellt und sind davon ausgegangen, dass das ganz tolle Experten sind, die in kürzester Zeit hier was rumprogrammieren können. Und dann haben wir festgestellt oder mussten leider feststellen, dass das doch nicht solche genialen Programmierer sind. Und da brauchen wir einfach mehr. Ja? Also dann ist einfach der Ressourceneinsatz war eben falsch oder falsch eingeschätzt zumindest, weil die einfach nicht so performant sind und deswegen höhere Kosten einfallen für weniger Arbeitsergebnis. Also, hier könnte man sich diverse Dinge eben überlegen. Ist zu erwarten, dass das Projekt noch zum Erfolg geführt werden kann, begründen Sie Ihre Entscheidung. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen schon darauf hingewiesen, wenn man sich die beiden Zahlen, nur die beiden Zahlen anschaut, ist Skepsis auf jeden Fall angeboten. Ne? Also, ich würde mal sagen, nein. Also, es ist nicht zu erwarten, dass wir das noch einholen. Also, folgende Gründe sprechen dafür. Wir befinden uns ja schon im 21. von 24 Monaten, haben zudem ausgeschlossen, dass es eine Projektverlängerung gibt. Wir haben im 21. Monat 60%. Wie soll man bitte auf die Idee oder die Fantasie dafür haben, dass wir dann innerhalb von 3 Monaten 40% aufholen? Wir haben auch noch mehr ausgegeben, als wir ursprünglich geplant haben. Also das heißt, es lag nicht mal mehr am Geld und sind trotzdem nicht dahin gekommen, dass wir den Fertigstellungswert irgendwie steigern konnten dadurch. Das heißt also, auch dieser Aspekt spricht dagegen, dass ein Aufholen in den letzten 3 Monaten eigentlich nicht zu erwarten ist oder eben, wie ich hier geschrieben habe, nie zu erwarten sein dürfte. Nicht nach dem Projektverlauf, den wir hier kennen. Ja? Und das ist ja der Punkt auch, wo ich Sie hinbewegen will, dass Sie ein Gefühl dafür entwickeln, was bedeuten diese Zahlen. Das Ausrechnen ist relativ einfach. Die Interpretation ist eigentlich das, worum es auch im Controlling gehen soll. So, haben das Projektmanagement bzw. das Projektcontrolling im vorliegenden Fall versagt? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Sorry. Ja, natürlich.
haben die versagt. Das ist auch ganz klar. Ja? Also wenn wir im 21. Monat dieses desaströse Ergebnis von 60% haben, das sollte uns schon in den 21 Monaten vorher mal aufgefallen sein. Also ganz klar kann man da sagen, also da ist grundsätzlich was schiefgelaufen, weil sonst 3 Monate vor Schluss dieses Ergebnis zu haben, da hätte man viel früher gegensteuern müssen. Und das ist natürlich, oder diese Gegensteuerung oder Veranlassung der Gegensteuerung ist ja Aufgabe des Projektcontrollings beziehungsweise Projektmanagements in Kombination. Das hätte man früher adressieren müssen und auch früher merken müssen. Das ist, glaube ich, eindeutig hier festzustellen. Auch das wieder, ne? Darum geht es mir, dass Sie solche Dinge ableiten können beziehungsweise interpretieren können. So, gehen wir mal einen Schritt weiter und gehen jetzt mal auf die sogenannten Werkzeugkasten des Controllers. Etwas später haben wir auch noch den Werkzeugkasten des IT-Controllers, weil er noch ein bisschen davon abweicht. Wir haben natürlich immer Basissysteme, wir haben ja auch über Vorsysteme gesprochen. Was gehört dazu? Zum Beispiel eben die Buchhaltungsdaten. Auch Zeiterfassungssysteme, also wenn Sie beispielsweise in einem Projekt sich wieder befinden, müssen Sie Projektzeiten oder Ihre Ressourcen zuordnen, damit ja auch überhaupt ermittelt werden kann, welchen Ressourcenverzehr wir in dem Projekt hatten. Das sehen wir auch an einem Beispiel im folgenden Verlauf der Vorlesung. Wir haben Betriebsdaten, wenn wir über Unternehmen nachdenken, nämlich solche Dinge wie, ja, wo stehen wir gerade in der Produktion beispielsweise? Wir haben Entnahmen aus dem Materiallager beispielsweise oder Lagerbuchhaltung und so weiter. Also, wir haben in einem Unternehmen ganz viele Basissysteme, die eben hier die Grundlage sind, um mit den Werkzeugen des Controllers zuzugreifen, zu interpretieren, auszuwerten und so weiter. Grundsätzlich haben wir natürlich immer die Kostenrechnung als Grundlage. Das ist auch der Grund, warum wir in der Vorlesung eben erst den Teil Kosten- und Leistungsrechnung machen und dann eben hier das Controlling. Und was gehört dazu? Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger kennen Sie, Deckungsbeitragsrechnung kennen Sie, Ist-Soll-Plankosten kennen Sie. Über Prozesskosten und Projektkosten habe ich etwas erzählt, aber da sind wir nicht in die Tiefe gegangen. Das ist auch der Grund, warum wir hier nur die ersten drei Sachverhalte habe ich hier fett markiert an der Stelle. Also Planung oder eben auch Forecast. Forecast, weil es inzwischen auch eben fast schon eingedeutscht ist. Wir haben Jahresplanung, wir haben eine strategische und eine mittelfristige Planung, die meistens so auf die 5 Jahre geht. Wir haben eine Kosten- und Ergebnisplanung. Wir haben das ganze Thema Budgetierung, also einzelne Unternehmenseinheiten kriegen Ressourcen zugewiesen und im Rahmen dieser Ressourcen können sie eigenständig agieren. Und das Thema Bilanzplanung. Bilanzplanung kommt ganz am Ende dieses Teils hier des Controllings. Machen wir das Ganze. Deswegen ist das hier fett markiert. Die anderen Sachen tangieren wir eben mehr oder weniger nur am Rande. Dann haben wir hier das Berichtswesen Reporting. Ich habe es gesagt, inzwischen eben ist auch Reporting als Begriff schon fast eingedeutscht. Über Berichtssysteme habe ich schon ein bisschen was gesprochen und erzählt, nämlich über diese Hierarchie, dass sich eben immer normal, also idealtypischerweise sich natürlich das wie eine Pyramide nach oben aggregieren, die Informationen, damit auch sichergestellt ist, dass es keine Widersprüche im Reporting auf der jeweiligen Ebene gibt. Das ganze Thema Kennzahlen, also irgendwas ins Verhältnis stellen, haben wir auch was zugesehen beim Thema, im Thema Kosten- und Leistungsrechnung. Und wir haben natürlich eine Standardberichtswesen immer. Also das sind Berichte, die beispielsweise die Geschäftsführung jeden Tag oder jede Woche erhält. Und Ausnahmeberichte, wenn eben was schief geht oder wenn etwas auffällt. Das sind die beiden Begriffe, die man da verwendet. Auch nur zu dem Thema Reporting finden Sie ja, regaleweise Literatur, wenn Sie wollen. Und da sieht man eben, dass wir hier auch nur am Rande etwas davon tangieren können. So, dann haben wir die Wirtschaftlichkeit von entsprechenden, ja, beispielsweise Investitionsvorhaben. Da haben wir zum Beispiel Kapitalwerte, da hatte ich auch schon mal kurz drüber gesprochen, Amortisationszeiten, also wann ist der Rückfluss. Es gibt so etwas wie eine Nutzwertanalyse. Dann haben wir Kosten-Nutzen-Analysen. Und auch diese IT-Wirtschaftlichkeitsberechnung. Also wir haben verschiedene Wirtschaftlichkeitsinstrumente. Am bekanntesten oder ein Großteil der Instrumente basiert auch auf Kapitalwertermittlungen, die Sie auch entsprechend, ja, glaube ich, gehabt haben in einer anderen Vorlesung.
Gut, das nun mal so als Übersicht für diesen Werkzeugkasten des Controllers. Weiter müssen wir da nicht in die Tiefe gehen, nur mal als ersten Einblick. So, wir haben über Geschäftsmodell schon gesprochen. Und hier haben wir ja auch ganz unterschiedliche Unternehmen, nämlich auf der linken Seite haben wir Facebook, Sparkasse und Volkswagen. Und abhängig von ihrem Geschäftszweck, von ihrem Geschäftsmodell ist eben ihr Controlling-Interesse. Und wenn wir das mal vor uns vor Augen halten, womit verdient Facebook Geld, dann ist es typischerweise natürlich mit Werbung. Ja. Werbung ist das große Thema bei Facebook. Sie sollen möglichst lange auf der Webseite bleiben, beziehungsweise ein Banner, was vielleicht eingeblendet wird, am idealsten noch draufklicken, dann kriegen sie noch mehr Geld. Und bedeutet eben mit Werbung. So. Wie kriegt man das also hin? User müssen sich die Werbung anschauen oder eben möglichst lange auf der Seite bleiben. Was ist dann das Controlling-Interesse? Ich glaube, das ist dann nachvollziehbar. Wir müssen im Controlling von Facebook das Userverhalten beobachten. Ja? Wir müssen Instrumente nutzen, um zu gucken, wie lange ist denn der jeweilige User auf der entsprechenden Webseite. Und darüber, das macht Facebook ja auch, also beispielsweise analysieren darüber ja auch, welche Accounts vielleicht auch Fake-Accounts sein können und so weiter. Also genau das ist natürlich das Controlling-Interesse, Userverhalten beobachten, um damit sicherzustellen, dass Werbung möglichst zielgenau und möglichst natürlich für Facebook nutzenstiftend geschaltet wird. Was haben wir bei Sparkasse oder auch bei anderen Banken? Zinsen, Gebühren, also gerade aktuell sind das natürlich die Gebühren oder bei einem Kredit auch Zinsen. Und wie muss ich das oder wie kann ich das sicherstellen? Ganz einfach, indem die Kunden natürlich die Leistung in Anspruch nehmen müssen. Also ich muss versuchen, den Bankkunden, keine Ahnung, ein neues Produkt aufzuschwatzen oder eben einen Kredit anzudrehen. Oder eben ganz besonders beliebt sind natürlich Kunden, die jeden Monat ihr Girokonto überziehen, weil dazu können nämlich ganz besonders hohe Zinsen verlangt werden. Und das ist eigentlich immer das Beste für die Banken, wenn sie ihr Girokonto überziehen. So, welches Controlling-Interesse haben wir hier? Naja, wir müssen das Kundenverhalten beobachten, also wie entwickelt sich sein Vermögen. Kontostände spielen eine Rolle. Wir müssen zusehen, dass wir Kundenkontakt aufbauen. Das erkennen Sie auch bei Ihren Banken. Also wenn Sie nicht gerade bei so einer Direktbank sind, dann kriegen Sie immer mal wieder Post oder Informationen oder hier ein neues Produkt, da ein neues Produkt und so weiter. Also Controlling-Interesse auf den Kunden gerichtet. Wir kommen später im Verlauf dieser Vorlesung zur ABC-Analyse, nämlich einer Methode, um ja Kunden beispielsweise jetzt hier in dem konkreten Fall in ja Kategorien einzuteilen, die dann für uns auswerten, ausgeben. Ist der Kunde ja besonders, wie soll ich sagen, wertvoll für uns oder welcher Kunde ist weniger wertvoll? Und dann muss ich mich natürlich oder muss ich mich darum bemühen, den Kunden natürlich am besten zu bedienen, der besonders wertvoll ist, weil da habe ich am vielversprechendsten die Möglichkeit, auch Geld mit zu verdienen. Ja, Volkswagen, relativ einfach, Autos, ja, ganz klar. Was soll es sonst sein? Und wie kriegen wir das hin? Naja, wir haben natürlich den Kauf der Autos, wir haben die Wartung. Und das Ganze sollte natürlich möglichst hochpreisig sein. Das heißt also, die Margen sind im Automobilbereich, kann man relativ einfach sagen. Günstige Autos haben eine geringe Marge, große Autos haben eine große Marge. SUVs sind deswegen auch bei vielen Automobilherstellern deswegen so beliebt, weil man da auch noch bessere Margen hat als bei einer Limousine. Und wie macht man das? Also ganz wichtig ist es bei Automobilherstellern die Kundenbindung. Man weiß eben, wenn ein Kunde erst einmal zufrieden ist mit der Marke, dann wechselt er auch nicht so schnell. Ja, also so eine gewisse ja, Treue ist da immer noch dabei. Das bedeutet eben, Kunden zu informieren, bei Laune zu halten, Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Das sind die entscheidenden Punkte hier im Automobilbereich. Wenn Sie beispielsweise mal mit Ihrem Auto in einer Werkstatt waren, also in einer Vertragswerkstatt, hier so ein Volkswagenhändler oder sowas, dann erleben Sie ja, was da passiert. Hinterher 5 Umfragen, waren Sie zufrieden mit uns und keine Ahnung und Termintreue und bla bla bla. Also, Automobilgeschäft ist eben auch ein
Markengeschäft und deswegen ist es so wichtig, die Kunden bei Laune zu halten. Und deswegen wird da so viel investiert. Und das können Sie eben wirklich auch tatsächlich erleben, dass dann hinterher immer wieder entsprechende Umfragen gemacht werden. Und das Kundenprofilinteresse richtet sich dann natürlich auch auf diese Kunden. Was mache ich mit denen? Welche Umsätze mache ich mit denen? Und so weiter. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was ist eine Betriebsergebnisrechnung? Den Begriff sollte man eben entsprechend auch kennen. Wir haben zum einen eben eine Ergebnisrechnung, sowohl im internen als auch im externen Rechnungswesen. Und es geht immer natürlich um den Erfolg des Unternehmens oder einer Organisation. Und was es ist, also das Betriebsergebnis steht hier unten schon, Saldo von Erlösen minus Kosten für ein bestimmtes Merkmal. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Erlöse und Kosten haben wir auch schon voneinander abgezogen in unserer Gewinn-Verlust-Rechnung oder zumindest die Erträge vor den Aufwendungen. Und dementsprechend haben wir da das Gewinn-Verlust-Errechnungsergebnis. Aber hier geht es immer um ein spezifisches Merkmal, also ein Produkt, einen Markt, eine Produktgruppe. Also, was bedeutet das? Hier haben wir einmal die Ergebnisrechnung im internen Rechnungswesen. Das sind nämlich die Erträge minus der Kosten. Ja, das ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Im externen Rechnungswesen dann die Erlöse minus der Aufwendung aus unserer Buchführung gleich Gewinn- und Verlustrechnungsergebnis. Und die Periodizität der Ergebnisrechnung, die kann eigentlich immer sein. Also typisch ist eben monatlich, quartalsweise, jährlich. Die meisten Unternehmen machen eben auch monatliche Abschlüsse, um einen Monat, also wirklich einen Kalendermonat abzuschließen, das Ganze dann übers Quartal und übers Jahr. Das heißt, die Periodizität ist auch immer kontinuierlich im Jahresverlauf. Das kann man generell so ausdrücken. So, das Betriebsergebnis ist das. Ist der Saldo von Kosten, Erlösen und Kosten für ein bestimmtes Merkmal, ja. Und das können eben, wie gerade von mir angedeutet, einzelne Produkte, Produktgruppen, Sparten, Regionen oder sonst was sein. Also immer bezogen auf ein spezifisches Produkt. Das haben wir ja im externen Rechnungswesen nicht gemacht. Wir haben uns immer nur das Gesamtergebnis angeschaut. Wir haben es aber nicht produktbezogen gemacht. So, und dann haben wir die Ausprägung der Betriebsergebnisrechnung. Wir haben natürlich interne Organisationseinheiten, also beispielsweise bei uns auch, ja, einzelne Fabriken könnten das sein. Das könnten aber auch ganz andere Fragestellungen sein, nämlich extern zum Beispiel ein ganzes Marktsegment, eine gesamte Region, also beispielsweise, ja, Umsätze in Südostasien oder so. Ja, also diese Ausprägungen sind immer entscheidend. Wichtig ist, es geht immer beim Betriebsergebnis um ein bestimmtes Merkmal, eben um ein Produkt, um eine Sparte. Und das ist natürlich, wenn Sie in größeren Unternehmen sich bewegen, ist das natürlich ganz entscheidend für die Unternehmenssteuerung, eben nicht nur das Gewinn- und Verlustrechnungsergebnis sich anzuschauen, sondern zu analysieren, wie kommt das zustande, durch welche Produkte, durch welche Sparten, durch welche Regionen und so weiter und so weiter. Deswegen ist diese Betriebsergebnisrechnung von so großer Bedeutung. Hier sieht man das auch nochmal zusammengefasst. Wir haben eben verschiedene Merkmale in unseren Gesamtbetrachtungen. Wir haben Geschäftsfelder, Sparten, Branchen, Kunden, Produktgruppen, Regionen und so weiter. Und dann können wir nämlich genau auswerten über verschiedene Merkmale, zum Beispiel eben den Umsatz und den Deckungsbeitrag mit dem Kunden X in der Sparte Y oder eben als Ergebnisobjekt den Umsatz und den Deckungsbeitrag mit dem Produkt in einer spezifischen Region. Und dadurch schafft man, und das ist auch die Grundlage von großen Standard-Software-Systemen, ist eben die Möglichkeit dieser Merkmals-Kombinationen in Verbindung mit Business-Warehouse-Lösungen beispielsweise, das Ganze richtig analysieren, auswerten und damit natürlich auch erst interpretieren zu können. Das ist dann natürlich schließlich auch die Grundlage für die Steuerung des Controllings. Eben hieraus abzuleiten, was bedeutet das denn beispielsweise für meinen Produktmix oder ähnliches. So, die Ziele der Ergebnisrechnung sind zum einen eine frühzeitige Situationsbeurteilung und Unternehmenssteuerung, habe ich gerade schon angesprochen. Wie entwickelt sich denn ein Markt? Wie entwickelt sich ein Kunde? Wie entwickelt sich ein Produkt? Und daraus abzuleiten, was mache ich denn dann mit dem Kunden? Wenn der Kunde beispielsweise nicht mehr bestellt, ja, braucht er dann noch einen Rabatt oder so, ja. Wenn ein Produkt nicht mehr läuft, sollte ich das vielleicht ersetzen oder ein anderes Produkt nutzen oder beziehungsweise ein neues Produkt entwickeln, ja.
Wir müssen natürlich laufend die Ergebnisse analysieren und natürlich Plan-Ist-Vergleich machen. Also was habe ich eigentlich in der Region geplant? Warum funktioniert das in der Region mit unserem Absatz nicht? Vielleicht hätte ich dann als Gegenmaßnahme beispielsweise Marketingmaßnahmen, Fernsehwerbung oder ähnliches. Also hier kontinuierlicher Plan-Ist-Vergleich. Und wir haben natürlich hier aus dieser Kombination, dieser ganzen unterschiedlichen Daten, die Möglichkeit, Ansatzpunkte zu identifizieren, um die Ergebnissituation zu verbessern. Also wenn ich weiß, in der Region Südostasien läuft aktuell ein Produkt von uns wie sonst was. Wir setzen es aber gerade auf dem nordamerikanischen Markt gar nicht ein, beziehungsweise verkaufen das Produkt dort gar nicht. Dann wäre es natürlich naheliegend, darüber nachzudenken, das Produkt auch auf den nordamerikanischen Markt zu übertragen und dort eben dann das entsprechende Geschäft auch machen zu wollen. Also, hier diese Ergebnisobjekte sind eben ganz, ganz entscheidend. Nicht eben nur das Gesamtergebnis unserer G&V, was wir im externen Rechnungswesen ja schon ermittelt haben oder sie auch über die Übungsaufgaben ermittelt. So, hier nochmal, was ist eigentlich, was passiert im Controlling? Mal grundsätzlich als Zusammenfassung. Das ist also eine Voraussage gewesen aus dem Jahr 2018. Und da sehen Sie eben, was ist immer die Bedeutung einzelner Themen im Controlling, also was gehört da alles dazu? Und was sind eigentlich, was erwartet man für das Jahr 2022 hier in dem Fall? Und das ganze Thema Informationssysteme steht hier ganz oben. Und ich muss jetzt hier nicht auf die weiteren Punkte eingehen. Aber was neu hinzukam, ist eben das Thema, das sehen Sie hier unten, der Nachwuchs fehlt auch im Controlling-Bereich, das kann man hier unten raus ablesen. Und es geht eben viel stärker in Richtung Digitalisierung, Business Analytics ist das hier mit gemeint, nämlich mit den ganzen Instrumenten, die man hat, oder auch mit Algorithmen, kann man die Daten, die ich gerade in der Betriebsergebnisrechnung kurz dargestellt habe, natürlich auch nochmal ganz anders auswerten, beziehungsweise man hat die Möglichkeit, dort nochmal ganz andere Qualität in das Zahlenwerk hineinzubekommen. Und hier kann man einfach sehen, dass das Thema, also auch das Controlling an sich, sich hier auch immer entsprechend weiter verändert. Und es geht eben hier um Informationssysteme, Daten Analytics, Datenmanagement, also viel Interpretation. Das ist weniger Handwerk, wenn man das so vorstellt. Buchhaltung ist Handwerk, Controlling ist Analyse, wenn man das so, das ist relativ einfach jetzt ausgedrückt, aber von der Richtung her kann man das sicherlich so konstatieren. Genau. Das war also der erste Abschnitt hier von unserem Teil. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil hinein, nämlich die einzelnen, insbesondere IT-Controlling-Instrumente vor allen Dingen, die wir uns anschauen wollen. Weil, wie gesagt, umfangreich alles zu behandeln, das ist eigentlich nicht möglich. So, was ist denn jetzt eigentlich IT-Controlling? Da gibt es von dem Herrn Gadatsch, das ist auch mehrfach aufgelegt worden, entsprechende Veröffentlichungen. Also das stand jetzt hier an der Stelle nicht von mir, sondern ich beziehe mich da auf den Herrn Gadatsch. Und was es ist, steht hier oben schon. Es geht um die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse von Daten zur Vorbereitung und so weiter, von Entscheidungen, wo es um Betrieb von harten Software und die Realisierung entsprechend geht, sowie der zugehörigen Projekte. Was ist da ganz operativ zu tun, wenn wir über operatives Controlling nachdenken? Also, wir müssen einmal Budgets ermitteln, eine Jahresplanung durchführen, weil, das hatte ich angesprochen, natürlich IT-Budgets ganz wichtiger, einerseits einen guten Teil der gesamten Aufwendungen ausmachen und auf der anderen Seite ist mir aber die Sicherheit meines Unternehmens gewährleistet und auf der dritten Seite natürlich eine nicht funktionierende oder schlecht funktionierende IT wirkt sich natürlich massiv negativ auf die Effizienz der Organisation aus. Dementsprechend ist diese Planung auch mit großer Sorgfalt durchzuführen. Zweiter Punkt, kommen wir nie umhin, Soll-Ist-Vergleiche auf Basis der Kostenrechnung und auf Basis der Finanzbuchhaltung und eben die Prognose der Kosten und der entsprechenden Ausgaben im Jahresverlauf, um sicherzugehen, dass ich mit meinen IT-Budgets entsprechend auch ja, hinkomme, so möchte ich es mal ausdrücken. Dritter Fall, teilweise eben auch eine verursachungsgerechte Zuordnung der IT-Kosten auf entsprechende Objekte, zum Beispiel Kostenstellen. Es ist beispielsweise so in vielen Unternehmen, dass Lizenzen oder Lizenzgebühren, die jetzt für die Nutzung einer Software beispielsweise anfallen,
dass dieses Lizenzmanagement eben in der IT-Abteilung liegt, die eben darauf aufpasst, dass nur Lizenzen an die vergeben werden, die sie erstens wirklich brauchen. Und über diese Informationen beispielsweise, wer nutzt denn eigentlich die Software, kann ich natürlich die Lizenzkosten auch unmittelbar der einzelnen Kostenstelle zuordnen, also auch eine Zuordnungsaufgabe. Und deswegen verursachungsgerechte Zuordnung von IT-Kosten. Vierter Punkt, Überwachung und Management eben von IT-Projektkosten. Da muss man natürlich, wir haben es bei der Earned-Value-Analyse gesehen, besonders sensibel vorgehen, denn kein Projekt läuft genauso, wie man es vorher geplant hat. Deswegen IT-Projektkosten müssen immer ganz dringend im Auge behalten werden, weil sonst dort uns eben wirklich negative Konsequenzen drohen können oder eben auch ein Abbruch von einem Projekt. Und diese Bedeutung der Projekte durch das ganze Thema Digitalisierung nimmt natürlich nochmals zu. Und deswegen ist eben das, die Überwachung und das Management von IT-Projektkosten so entscheidend. So, dann haben wir das ganze Thema Nummer 5 hier, Wirtschaftlichkeitsanalysen und Berechnungen. Also hier geht es ganz konkret um die Frage, sollen wir denn in einen neuen Server investieren? Sollen wir eine bestimmte IT-Leistung, zum Beispiel First Level Support, sollen wir die outsourcen oder machen wir das mit eigenem Personal? Also alles, was mit Wirtschaftlichkeitsanalysen zu tun hat und die entsprechenden Berechnungen, die liegen eben auch hier im Bereich des IT-Controllings. So, jetzt wollen wir uns mal ein paar Herausforderungen des IT-Controllings anschauen und dafür schauen wir uns hier mal drei Sachverhalte einfach an. Und es geht eben um ein IT-Projekt, was mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestückt ist oder besetzt ist. Und wir haben eine externe Firma. Und so die internen Mitarbeiter arbeiten nicht Vollzeit an dem Projekt. Und es werden weitere schon vorhandene Ressourcen, zum Beispiel Server oder Arbeitsplatzrechner, für dieses Projekt eingesetzt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn überhaupt bei einer solchen ganz einfach hier geschilderten Projektsituation die Kosten überhaupt ermitteln. Also, erster Sachverhalt soll mal das eigene Personal sein. Welche Kostenarten hätte ich da typischerweise? Naja, Personalkosten aus dem Kontenplan könnte ich ableiten. Das ist beim eigenen Personal ist es natürlich so, das sind dann sowohl Kosten, nämlich tatsächlicher Ressourcenaufwand, als auch Ausgaben. Wir müssen die Leute tatsächlich bezahlen. Und die Herausforderung besteht natürlich hier darin, wie kriege ich die Personalkosten des eigenen Personals auf das jeweilige IT-Projekt drauf. Ja? Und das muss ich natürlich klären, um sicherzustellen, dass ich hinterher auch weiß, was hat mich das Projekt inklusive meines eigenen Personals denn tatsächlich gekostet. Weil in der Buchhaltung sehe ich ja nur die absolute Höhe hier der Personalkosten. Und wie man das Ganze sieht, entsprechend ableiten und darstellen kann, das zeige ich Ihnen dann im Folgenden. So, zweiter Punkt, wir haben Server, Arbeitsplatzrechner und so weiter. Die sind schon vorhanden. Die haben wir auch zu irgendeinem Zeitpunkt früher schon mal bezahlt. Aber die Nutzung oder durch die Nutzung dieser Geräte entsteht natürlich auch uns oder entstehen uns auch Kosten, nämlich dafür, dass ich dann diese Ressourcen nicht anderweitig einsetzen kann oder auch ein tatsächlicher Werteverzehr, weil da jetzt ein Programmierer so viel drauf rumprogrammiert und wir hinterher dann eine neue Tastatur brauchen beispielsweise. So, typischerweise haben wir hier bei vorhandenen Ressourcen die Abschreibung, die wir aus den Systemen und ziehen können. Und auch hier können Sie wieder erkennen, wir kommen wieder zurück zu Buchhaltungsthemen. Und daher wissen Sie, Abschreibungen sind für uns Kosten, aber eben keine Ausgaben, weil wir ja die Investitionen viel, viel früher getätigt haben. So, was machen wir denn jetzt mit Zuordnung von Abschreibung oder was machen wir auch mit Objekten, wenn wir Objekte nutzen, die schon abgeschrieben sind? Denn angenommen, nur mal als Beispiel, wir haben ein Projekt, da nutzen wir einen Server, der ist noch nicht abgeschrieben, ja genau, der generiert jeden Monat Abschreibungen in Höhe von 10.000 Euro. Jetzt setzen wir den für das Projekt ein, dann wäre es sachlogisch, dass dieser Server mit 10.000 Euro das Projektbudget auch belastet, weil wir ihn ja tatsächlich einsetzen für das Projekt. Was passiert aber, wenn der schon auf Null abgeschrieben ist oder mit dem Erinnerungswert 1 noch in der Buchführung geführt wird?
Heißt das, das Projekt wird dann einfach nur deswegen günstiger, weil wir einen Server eingesetzt haben, der dann entsprechend schon abgeschrieben war? Ja. Also diese Fragestellungen sind hier zu klären. Auch darauf würde ich dann beim nächsten Mal entsprechend eingehen. Dritter Sachverhalt, externes Personal. Da haben wir natürlich typischerweise Dienstleistungskosten. Auch diese Kategorie finden wir in den meisten Kontenplänen. Wir haben da ja auch mal drauf geschaut. Da haben wir natürlich dann entsprechend Kosten für das Projekt, aber auch Ausgaben. Wir müssen das externe Personal ja bezahlen. Und hier stellt sich eben die Frage, oder das ist eine Herausforderung des IT-Controllings, die Prüfung der Leistung des externen Personals und die Zuordnung dieser Personalkosten auf das jeweilige Projekt. Das ist die große Herausforderung. Da gibt es ganz eigene Systeme beispielsweise auch, die dann externe Zeiterfassung ermöglichen und so weiter. Und sie erkennen nur schon anhand dieser drei kurzen Sachverhalte mit den Herausforderungen, dass das Ganze eben nicht so einfach ist. Genau. Und beim nächsten Mal würde ich genau auf diese drei Fälle eingehen, wie man die Herausforderungen lösen kann, beziehungsweise wie man ihnen begegnen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.